StarCitizen Hintergrund. Mehr Informationen zur Technik, zur Community und der Entwicklung von StarCitizen. Das erste Video in diesem Jahr, die erste StarCitizen-Übersetzung, ist die des StarCitizen PU Monthly Reports, also des monatlichen Berichtes, in dem es um die Tätigkeiten von CRG im November und Dezember 2021 geht. Und wie gehabt, gibt es auch wieder einige Zusatzerklärungen von mir, zum Beispiel über die Permutation, CGA, Rigid, Physically Based Rendering, Schockdiamanten und noch so das ein und andere mehr. Viel Spaß! Gestartet wird mit dem KI-Content-Team. Das gesamte KI-Team hat das Jahr mit der Erstellung von Feature-Test-Maps für KI-Verhaltensweisen und Usables, benutzbare In-Game-Objekte, abgeschlossen. Feature-Test-Maps sind neue, autonome Testprozesse, die jeden Tag ablaufen und Berichte ausgeben. Sie sind für das Team von großem Nutzen, da sie es ihm ermöglichen, Fehler wesentlich schneller als bisher zu identifizieren. Eine große Herausforderung für unser Team war es, wird hier das KI-Team zitiert, zu verstehen, wann ein Problem spezifisch für ein bestimmtes Feature war oder ob eine externe Änderung eines anderen Teams das Problem verursachte. Die durch die Funktionstests identifizierten Muster lösen dieses Problem. Weiter wird im Monatsreport geschrieben, derzeit testet das Team etwa 50 Usables und 20 KI-Verhaltensweisen, mit denen der Spieler interagieren kann. In der Regel gibt es zwischen 3 und 6 Richtungen, aus denen sich Charaktere einem Usable nähern können und ebenso viele, aus denen sie diesen Interaktionsbereich verlassen können, wobei jede Richtung eine andere Animation auslöst und abspielt. Und das nennt man Permutation. Permutation stammt aus dem Lateinischen permutare und heißt vertauschen. Manchmal fragt man sich, wie viele Möglichkeiten gibt es, eine bestimmte Anzahl an Personen auf Stühle zu setzen? Zum Beispiel, es gibt 4 Personen und 4 Stühle. Wie viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es nun an Personen und an Stühlen? Eine Möglichkeit der Lösungsfindung wäre, alle möglichen Kombinationen aufzuschreiben. Diese Methode ist natürlich sehr aufwendig. Mithilfe der Permutation kann dieses Problem einfacher gelöst werden. Unter einer Permutation versteht man in der Kombinatorik eine Anordnung von Objekten in einer bestimmten Reihenfolge. Werden in einer solchen Anordnung nicht alle Objekte ausgewählt, spricht man stattdessen von einer Variation anstatt Permutation. Spielt die Reihenfolge bei der Auswahl keine Rolle, spricht man von einer Kombination. Permutationen besitzen vielfältige Einsatzbereiche innerhalb und außerhalb der Mathematik, beispielsweise in der linearen Algebra, der Analysis, der Graphentheorie, der Kryptographie, der Informatik und der Quantenmechanik. Zuerst wird die Anzahl an Objekten bestimmt, die kombiniert werden sollen. In unserem Fall 4 Stühle. Es gilt n gleich 4. Als nächstes wird die Fakultät, eine mathematische Operation, bestimmt. Bei 4 Personen wären das n ebenfalls gleich 4. Es gilt also n gleich 1 mal 2 mal 3 mal 4 gleich 24 verschiedene Möglichkeiten, die Stühle mit den 4 Personen zu kombinieren. Aber wie viele Möglichkeiten haben wir eigentlich, wenn wir 8 Stühle und 8 Personen haben? Nun, ganz einfach. N ist gleich 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7 mal 8 gleich 40.320 Kombinationsmöglichkeiten. Eine erstaunliche Steigerung also. Aber was ist jetzt mit CIGs 50 Usables, denen sich der Spieler aus 6 Richtungen annähern kann? Das ergibt 11.441.304.000 mögliche Kombinationen. Bei so einer großen Anzahl von Permutationen war die Automatisierung des Prozesses unerlässlich. Das Team wird bald zu fortgeschritteneren Funktionstests für die komplizierteren Verhaltensweisen übergehen, zum Beispiel für den Barkeeper, den Ingenieur und den Wachmann.
Das AI-Content-Team hat die Barkeeper und Gäste für Alpha 3.16 weiter verbessert und weitere Getränkeoptionen hinzugefügt, darunter Cuba Libres und Mai Tais. Außerdem wurden Animationen für Beschäftigte entwickelt, um mehr Abwechslung zu sorgen, wenn der Barkeeper gerade keine Gäste bedient. Es gibt jetzt 10 verschiedene Animationen, darunter Stretching, Glasreinigung und Regalordnung. Außerdem wurden dem Gast und dem Barkeeper Gesichtsausdrücke für den Idle-Modus, also Phasen des Nichtstuns, hinzugefügt. AI Content begann auch mit der Implementierung von Animationen für die Automaten und Spielhallen und begann mit der Fertigstellung der Coffee Shop Usables. Das AI-Feature-Team arbeitete an den Test-Levels für die Features und richtete Tests ein, die mit unterschiedlichen Startbedingungen wiederholt wurden, zum Beispiel Ausstattung der KI mit verschiedenen Waffen. Neben der Identifizierung und Behebung von Fehlern, bevor sie zu einem Problem werden, sind die Funktionstest-Layer nützlich, um anderen Teams die vorhandenen Funktionen und deren Verwendung zu zeigen. Wenn Sie mit der Technologie vertrauter werden, beginnen Sie damit, die vorhandenen Features abzudecken, um die Qualität auf breiter Front zu sichern. Das Team hat auch Probleme mit dem Verhalten des Barkeepers untersucht und behoben, darunter Popping-Probleme beim Wechsel zwischen verschiedenen Bereichen der Bar. Das KI-Tech-Team beendete die Arbeit an der ersten Version der Planetennavigation, die alle Basiselemente enthält, die für die Verwendung im Spiel erforderlich sind. Sobald sie implementiert ist, wird das Navigations-Mesh, das Navigationsnetz, auf den Planetenoberflächen um die Akteure und NPCs herum erstellt, die das dann nutzen können, um Wege zu finden und sich auf ihnen entsprechend zu bewegen. Sowohl die Generierungsprozesse als auch der Pathfinder wurden verbessert, damit sie auch mit dieser neuen Technologie funktionieren. Das Team setzte die Überarbeitung der KI-Waffensteuerung fort, die von der Schiffs-KI verwendet wird, und konzentrierte sich dieses Mal auf die Verbesserung der Raketentürme und der Genauigkeit. Außerdem wurde eine neue Technologie zur Kollisionsvermeidung, das KI-Navigationshindernis, für den Einsatz in engen Bereichen und Räumen mit komplexen, konkaven Objekten hinzugefügt. Dazu wurden vereinfachte primitive Formen wie Kugeln und Kisten hinzugefügt, die vom Kollisionsvermeidungssystem verwendet werden können. Das Team beschäftigte sich auch mit der KI-Trolley-Push-Pull, also die Handwagen-Schiebe-Zieh-Funktion, um den Designern bei der Verwendung zu helfen, was die Anpassung der Pfadverfolgung und die Erstellung einer Feature-Test-Map beinhaltete. KI-Tech hat die Technologie der Pfadverfolgung weiter verfeinert, insbesondere das soziale KI-Element und die Funktionalität durch die Festlegung von Usables, die mit einem Pfad verbunden sind, verbessert. NPCs können dem Pfad folgen und anhalten, um die verknüpften Usables zu benutzen. Darüber hinaus wurden mehrere Probleme mit dem Zielen, Suchen und der Fortbewegung von NPCs untersucht und behoben. Die meisten davon betrafen Synchronisationsprobleme zwischen Servern und Clients. Fortschritte wurden beim Subsumption Editor erzielt. Das Team verfügt nun über alle Basiselemente, sodass die Designer und Programmierer damit beginnen können, Missionen und NPC-Verhalten zu erstellen. Das Animation Team arbeitete im November und Dezember am K-Higgs-Raketenwerfer und an der Auswahl, Deaktivierung von Waffen, verbesserte die Hock-Bewegung des Spielers, die Idle-Animationen, also die Leerlauf-Animationen, und die Fortbewegung der Betrunkenen und entwickelte die Bergbau-Gadgets weiter. Im Bereich der KI arbeitete das Team an den Animationssets für das Kauern, die Kapitulation, die Kantine und den Patron. Im Zusammenhang mit der erwähnten Kantine würde ich es als Kantinenmanager verstehen. Es wurden Aufgaben für Verkäufer und Barkeeper, das Multitool-Arbeitsbereichsset, Sicherheitssperren und Anweisungen für Spieler, die Suche nach Lüftungsöffnungen, das Zerstören von Objekten und medizinisches Verhalten abgeschlossen. Außerdem wurden NPCs, die auf Leichen reagieren, ausgearbeitet. Im Bereich der Gesichtsanimation wurden allgemeine Sicherheitslinien, Animationen für Idle sowie Arbeiter, Verkäufer und medizinisches Verhalten weiterentwickelt. Das Motion Capture Team arbeitete weiter an der Lösung von Daten für Transversale. In der Geometrie ist eine Transversale eine Linie, die an zwei unterschiedlichen Punkten durch zwei Linien in derselben Ebene verläuft. Und das braucht man, um festzustellen, ob zwei oder mehr Linien in einer Ebene parallel verlaufen.
und sie arbeiteten an kranken oder verletzten KI-NPCs und arbeiteten mit dem Marketing an verschiedenen Videos und Werbeaktionen. Das Character Art Team hat ein visuelles Update der DNA-Kopfarchetypen abgeschlossen, die in Alpha 3.17 Verbesserungen an Köpfen und Augen bringen sollen. Ein Teil des Teams hat sich auf die Outfits im Frontier-Stil für Pyro konzentriert, während andere an einer Reihe von generischen Stanton-Outfits aus dem Backlog gearbeitet haben, die in Kürze im Spiel erscheinen werden. Das Tech-Team arbeitete zusammen mit dem Grafikteam an der zweiten Version des Layer-Blend-Shaders, um die Abnutzungs- und Schmutztechnologie zu verbessern. In Großbritannien ist das Shipart-Team mit der MISC Hull A gut vorangekommen und hat den größten Teil des Innenraums in das endgültige Grafikstadium gebracht. Das Fahrwerk und der Mechanismus zum Ausfahren der Ladung zusammen mit den Level of Details wurden fertiggestellt und können nun an TechArt übergeben werden. Die Hull C wurde ebenfalls fertiggestellt und steht kurz vor der Überarbeitung der Greybox. Zu den Arbeiten im Dezember gehörten die Konvertierung von Materialien in Hard Surface Shader, das Hinzufügen von Bedienfeldern im gesamten Schiff und die Verfeinerung des Pilotensitzes für optimale Sicht. Im November durchlief die RSI Scorpius die Whitebox-Phase, bevor im Dezember die Greybox-Arbeiten begannen. Ende des Jahres war der größte Teil des Exterieurs fertiggestellt, einschließlich der Tragflächen, der Triebwerke, des Fahrwerks und der Kabinenhaube. Ein völlig neues Fahrzeug oder Raumschiff, Vehikel, durchlief die Whitebox-Phase, während die Bennu Merchantman die Greybox-Phase durchlief. Auch an Tönungen und Holoviewern wurde gearbeitet, zusammen mit dem Feinschliff und Fehlerbehebung für die Veröffentlichung von Alpha 3.16. In den USA wurde das Innere der Drake Vulture fertiggestellt, es fehlt nur noch ein Beleuchtungsdurchgang. An den Außenfarben und der Abnutzung wurde ebenso gearbeitet wie an den LODs für das Fahrwerk, während der interne Schadensdurchlauf begann. Die Drake Corsair wurde in die Greybox-Phase übergeben und die Grafiken für das Cockpit und die Kantine wurden erstellt. Jetzt geht's zum Engine-Team und da steckt immer viel knackige Information drin. Los geht's! In den letzten beiden Monaten des Jahres 2021 arbeitete das Physikteam an einer Vielzahl von Themen. Die Quantum Grids wurden dahingehend geändert, dass nun eines pro Sonnensystem verwendet wird. Außerdem erhielt das Team Unterstützung für Box-Abfragen. Grid-Überschneidungsprüfungen wurden für Planeten und andere Entitäten vereinheitlicht und Grid-Übergänge wurden verbessert, um einen natürlichen Übergang in Grids zu ermöglichen, die nicht ein direktes Eltern- oder Kindteil des aktuellen Grids sind, von dem aus der Übergang erfolgt. Das verstehe ich also so, dass das in Richtung der Jump-Point-Navigation geht, wo wir von einem Sonnensystem-Grid in das andere übergehen. Und hier müssen Informationen von einem Grid auf das nächste übergeben werden, aber nur die, die nicht direkt Eltern- oder Kindteil des bestehenden Sonnensystem-Grids sind. Darüber hinaus wurden physikalische Beschränkungen zur Begrenzung des Neigungswinkels der Schwerkraft unterstützt und es wurde damit begonnen, strukturelle Verbindungen auf CGAs zu unterstützen. CGA oder CGA ist eine Dateinamenserweiterung für 3D-Fahrzeuggrafiken und Animationen, die mit der CryEngine erstellt wurden, einem Software-Development-Kit, das von Crytek entwickelt und hauptsächlich für die Spielentwicklung verwendet wird. Die von CryEngine erstellte CGA-Datei besteht hauptsächlich aus geometrischen Formen, Farben und Animationen für Fahrzeugteile. Außerdem wurde eine Quantum-Schritt-Funktion für Raumschiffe implementiert und Entitäten, die an ein Seil gebunden sind, also ein Rope, ein Seil steht hier, die werden nicht mehr unnötigerweise aktiviert, wenn das Seil schlaff wird. Ich kann nicht richtig interpretieren, was sie damit meinen. Im Rahmen von Optimierungen werden Benachrichtigungen nach einem physikalischen Schritt und vernetzte Rigids nun parallel verarbeitet. Rigid kommt aus dem Englischen und bedeutet starr, in diesem Kontext also eine Form oder ein Objekt, das nicht verschoben werden kann, um eine andere Form zu erhalten. Zum Beispiel ein Dreieck. Ein Polygon ist zum Beispiel ein Rigid. Und diese Rigids, die werden nun parallel verarbeitet, was auch immer das bedeutet.
Ebenso wurde die Verarbeitung von Fahrzeugtreffern verschoben, um eine Parallelisierung zu ermöglichen. Die gridübergreifende Kollisionserkennung wurde optimiert, um teure Geometrieprüfungen so weit wie möglich zu vermeiden. Und Asteroidenfelder verwenden nun die schnellere Hash-Funktion. Eine Hash-Funktion ist eine Funktion, die verwendet werden kann, um Daten beliebiger Größe auf Werte fester Größen abzubilden. Hash-Funktionen und die dazugehörigen Hash-Tabellen werden in Datenspeicher- und Abrufanwendungen verwendet, um auf massiv große Datenpools in einer geringen und nahezu konstanten Zeit pro Abruf zuzugreifen. Hashes benötigen nur einen Bruchteil des Speicherplatzes, der für die Daten oder Datensätze selbst erforderlich ist. Hashing vermeidet so den oft exponentiellen Speicherbedarf, der durch Datensuche und Zugriffe direkt auf die Datensätze erforderlich wäre. Auch werden die Physikproxys der Asteroiden nun im Cache gespeichert, um redundante Komponentensuche zu vermeiden. Schließlich werden Physikereignisse nun effizienter gelöscht, nachdem sie verarbeitet wurden. Am Renderer wurde weiter an der Umstellung auf Gen 12 gearbeitet. Zu den Fortschritten gehören Verbesserungen an den Instanzbuffern, in Klammern steht hier geschrieben, Beseitigung von Indirektionen auf der GPU, Unterstützung für offset-basierte Pufferbindung, Unterstützung für verschiedene Pufferlayouts, nachdem diese bereits im Oktober optimiert worden waren. Außerdem wurde die Schattenunterstützung für Lightweight Render Nodes, also leichtgewichtige Renderknoten, hinzugefügt. Beim Lightweight Rendering, im Gegensatz zum High Definition Rendering, geht es vor allem darum, Berechnungen zu verschlanken und für die reine Leistung zu optimieren. Dabei müssen die Renderknoten mit reduziertem Funktionsumfang auskommen. Lightweight Render Node Decals wurden ebenfalls auf Gen 12 portiert und projizierte Decals wurden korrigiert. Bei Decals handelt es sich im Wesentlichen um 2D-Bilder, die auf die Oberfläche eines Objekts gelegt werden. So ein Decal, auf Deutsch Abziehbild, ist eine ziemlich weitreichende Grafikeinstellung, die dynamisch Texturen auf darunterliegende Texturen aufträgt. Dazu können Einschusslöcher, Blutspritzer, Staub und so weiter gehören. Stichwort Abnutzung, Verschmutzung, so verstehe ich das hier. Diese Decals werden also in einer pseudo-realistischen Weise auf ein Objekt aufgetragen und wenn man dann zum Beispiel auf eine Wand schießt, dann erscheint an der Stelle, an der unsere Kugel eingeschlagen ist, ein Abziehbild, ein Decal dieses Einschusslochs, was über die Wand gelegt wird. Oder wenn unser Raumschiff verschmutzt, dann werden dort entsprechende Decals aufgelegt, die diese Verschmutzung eben pseudo-realistisch simulieren. Ein G-Buffer-Kopierpass wurde implementiert, unnötige GPU-Aktualisierungen wurden behoben und die Sichtbarkeit von Shader-Stufen wurde verbessert, um weniger Stufen zu kompilieren. Nebel-Volumina und Skybox-Rendering wurden portiert, Clip-Volumen-Rendering migriert, Render-Proxy-Schatten aktiviert und die Farbabstufung für Gen 12 überarbeitet. Im Hinblick auf das Rendering von Atmosphären und Wolken wurde die Forschung und Entwicklung zur Reprojektion von Bilddaten ohne Bewegungsvektoren abgeschlossen, führte aber nicht zu zufriedenstellenden Ergebnissen. Daher wird die Implementierung vorerst bei dem aktuellen Reprojektionsschema bleiben. Um die Bildqualität dennoch zu verbessern, wurde mit der Rauschunterdrückung der ursprünglichen Raymarch-Ergebnisse begonnen, die in die Filterkette zur Erzeugung der endgültigen Bilder mit voller Auflösung eingespeist werden. Die Ergebnisse sehen vielversprechend aus und werden hoffentlich in der nächsten PU-Version veröffentlicht werden. Hier hat man also, soweit ich das verstehe, versucht, mit einer alternativen Technik diese pixeligen Wolken, dieses sehr sandige Erscheinungsbild der Wolken zu vermeiden. Das ist eben nicht gelungen und stattdessen ist man jetzt erstmal zu einer Übergangstechnologie übergegangen, die mit einer Rauschunterdrückung arbeitet. Bin mal gespannt, wie sich das dann visuell auswirken und zeigen wird. Sie schreiben ja hier, dass es vielversprechend aussieht. Darüber hinaus wird weitergeschrieben, wurde die Berechnung der Bestrahlungsstärke für die atmosphärische Beleuchtung verbessert. Sie integriert nun die Bodenalbedo und das reflektierte Sonnenlicht besser. Die Bodenalbedo beschreibt das Reflexionsvermögen von solarer Strahlung des Erdbodens in Prozent. Die Bodenalbedo wird im Wesentlichen von der Beschaffenheit des Erdbodens bestimmt.
Wasserflächen haben ein geringeres Reflexionsvermögen, während Sand und insbesondere Schnee solare Strahlung sehr effektiv reflektieren. Und das wird hier auch entsprechend berechnet. Das Ein- und Ausblenden der Bodenalbedo wurde ebenfalls verbessert, was für große Objekte in hohen Umlaufbahnen wichtig ist. Generell wurde der Code in verschiedenen Bereichen vereinheitlicht und für die Integration in den Hauptentwicklungszweig vorbereitet, um den bevorstehenden Übergang des gesamten Atmosphären- und Wolkenrender-Codes zu Gen 12 vorzubereiten. Auf der Seite der Kernengine hat das Team den ersten Entwurf der entitätszentrierten Komponentenaktualisierungsplanung vorgelegt, die bereits vielversprechende Leistungsergebnisse zeigt. Der Scheduler erkennt und meldet nun auch ungültige Abhängigkeiten und bietet Optionen für verschiedene Szenarien der Update-Verarbeitung. Die häufig verwendeten Leistungsstatistiken, also R-Display-Info, werden überarbeitet. Page Heap, CRGs Heap zum Aufspüren von Speicherfehlern, unterstützt nun Entwicklerteamfilter, sodass Probleme leichter den Besitzern des zugehörigen Codes zugewiesen werden können. This Area Culling wurde weiter verbessert und kann nun besser mit ungültigen Formen umgehen. Darüber hinaus wurde sichergestellt, dass die Engine-Ausnahme im Falle von Stack-Beschädigungen, die von speziell vorbereiteten Spiel-Binärdaten gemeldet werden, typischerweise für die Fehlersuche bei bestimmten Problemen im PTU, korrekt aufgerufen wird. Der Ladecode des Lokalisierungsmanagers wurde optimiert und die Engine sammelt nun GPU-Timings als Teil ihrer Profiler-Telemetriedaten, die von dem externen Profiler-Tool zur Analyse verwendet werden können. Nicht zuletzt wurden Kompilierzeiten analysiert und optimiert. Soweit mit dem Engine-Team. Weiter geht's mit Feature, Characters and Weapons, Charaktere und Waffen. Im November und Dezember konzentrierte sich das Feature-Team auf die letzte Patch-Veröffentlichung des Jahres 2021, wobei eine Menge Arbeit in die Behebung von Fehlern floss, die häufig in Spieler-Feedback-Reports beschrieben werden. Außerdem fügte das Team einige Funktionen für das Spielerinventar und den Actor-Status hinzu. Für das Inventar wurden unter anderem Funktionen hinzugefügt, die die Interaktion mit dem Client stabiler machen, mit besserer Fehlerbehandlung und verbessertem Feedback. Eine wichtige Ergänzung für den Status der Actors war der Leichenmarker, der den Spielern hilft, ihre Ausrüstung zu finden und wieder einzusammeln. Das Team arbeitete auch an dem Verletzungssystem, um das medizinische Gameplay effektiver zu gestalten. Ende November 2021 wandte sich das Team dem Thema Bergung, also Salvaging, zu. Der Schwerpunkt lag zunächst auf dem technischen Aspekt des visuellen Entfernens von Material aus einem Objekt und der Sicherstellung, dass der Zustand des Objekts zuverlässig gespeichert und wiederhergestellt werden kann, sowohl über das Netzwerk als auch, wenn das Objekt wieder in das Spiel einfließt. Das alles wird derzeit mit Hilfe des Schadens-Map-Systems prototypisch umgesetzt. Im Laufe des Jahres wurde die Arbeit am Hacking-Minispiel fortgesetzt. Es hat mehrere Iterationen durchlaufen, wobei jeder Prototyp intern mit einer vereinfachten 2D-Darstellung im Spiel getestet wurde. Seitdem wurde es weiterentwickelt, um wettbewerbsfähiger zu sein und einige der Spielmechaniken der Welt wie das Scannen zu nutzen. Da das Kernlayout des Minispiels über die verschiedenen Prototypen hinweg ziemlich stabil geblieben ist, wurde damit begonnen, die Grafik online zu bringen. Die Konzepte hierfür wurden mehrfach überarbeitet, wobei es derzeit so aussieht, als ob der Spieler Skripte ausführt, um das Zielsystem programmgesteuert anzugreifen. Das Interface, so wie es derzeit aussieht, wird dem Benutzer verschiedene Optionen zur Eingabe der verschiedenen Befehle bieten. Die Arbeit an den Gameplay-Features konzentrierte sich im November und Dezember stark auf Aufgaben für Veröffentlichungen im Jahr 2022. Bei der Ermöglichung des Verkaufs von Gegenständen wurden erhebliche Fortschritte erzielt, wobei sich die Kiosk-Benutzeroberfläche der Fertigstellung nähert und der Backend-Code auf die Fertigstellung in Quartal 1 zusteuert. Die Überarbeitung des Frachtsystems wird fortgesetzt, allerdings mit Unterbrechungen, da unterstützende Arbeiten von anderen Teams online gehen. Die Zwischenzeiten wurden für Qualitätsverbesserungen genutzt sowie Arbeiten an Jump Town 2. Das Vehicle-Feature-Team konzentrierte sich Ende des Jahres 2021 auf die Überarbeitung der GravLev-Technologie. Im November wurde die Basisimplementierung abgeschlossen und die verfügbaren Bikes auf verbesserte Stabilität und Handhabung getuned.
Im Dezember bekamen die Spieler das Feature ins PU und meldeten Fehler, Probleme und Instabilitäten zur Behebung. Dies führte zu massiven Verbesserungen in den Patches für Evocati und PTU. Im Großen und Ganzen wird hier das Vehicle-Feature-Team zitiert, sind sie zufrieden mit den Ergebnissen ihrer Arbeit und den Überarbeitungen. Gegen Ende des Jahres haben einige Teammitglieder einen Blick in die Zukunft geworfen und technische Überarbeitungen für die Transitnetze und Restricted Areas geplant und auch begonnen mit der Umsetzung. Diese werden zwar keine signifikanten Änderungen am Spielerlebnis mit sich bringen, vor allem im Falle des Transits, aber sie werden zu weit weniger Fehlern und einer viel besseren allgemeinen Stabilität führen. Solche Überarbeitungen sind notwendig, weil sie dem Team längerfristig die Möglichkeit geben, sich entweder auf neue Funktionen zu konzentrieren oder andere Aspekte des Spiels zu verbessern. Der letzte große Schwerpunkt lag auf den Jump Points, den Sprungpunkten, die gut vorankommen. Das Team arbeitet derzeit an abnormalen Ausgängen, das heißt an Situationen, in denen der Spieler einen Sprungpunkt vorzeitig oder nicht auf die übliche sichere Weise verlässt. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein Spieler hinten aus seinem Schiff fällt, wenn der Sprungpunkt abgeschaltet wird oder wenn ein Sprungantrieb ausfällt. Es ist ein kniffliges Problem, wird das Team hier zitiert, alle möglichen Fälle auf vernünftige und konsistente Weise zu behandeln, aber das Ergebnis ist ein Feature, das ein echtes Gefühl von Risiko und Gefahr vermittelt. Deshalb ist es wichtig, dass wir es richtig machen. Weiter geht's zu Graphics und VFX, also Grafik und den visuellen Effekten. Hier wird häufig der Begriff Shader verwendet. Wenn ihr den Begriff Shader in einem Computerspiel seht, dann handelt es sich um ein Programm, das zum Rendern verschiedener Pixel verwendet wird. Shader werden in Spielen für die Darstellung von Schatten, Beleuchtung, Texturverläufen und viel mehr verwendet. Das Grafikteam hat gegen Ende des letzten Jahres umfangreiche Arbeiten an Shadern und Materialien durchgeführt, wobei einer der Hauptschwerpunkte die Aktualisierung der volumetrischen Wasserbeleuchtung war, damit sie ähnlich wie das volumetrische Nebelmodell funktioniert. Außerdem wurden mehrere Fehler für Wasservolumen im Allgemeinen behoben. Auch dem Haar-Shader wurde Aufmerksamkeit zuteil, da die Hair-Clip-Volume-Interaction aktualisiert wurde und die Artists durch die Emulation des alten Bildmaterials mit dem neuesten Shading-Modell keine Nacharbeit mehr leisten mussten. Mit dem Haar-Clip-Volume, da wird jetzt nicht das Aufpeppen von Haaren durch den Einsatz von Clips, also von Haarspangen, gemeint sein. Clip ist vielmehr eine Grafikfunktion eines Shaders. Diese Funktion bricht das Rendern eines Pixels ab, wenn es eine bestimmte Bedingung nicht erfüllt. So kann man erreichen, dass überlagerte Bereiche nicht mehr gerendert werden. Und so spart man entsprechend Kosten ein, Berechnungskosten, und kann die Performance erhöhen. Nachteil dieser Methode mit der Clip-Funktion ist aber, dass bisweilen Berechnungen bereits durchgeführt wurden, bevor das System mittels der Clip-Funktion gemeldet bekommen hat, dass ein Pixel gar nicht sichtbar ist. Und diesen Text hier verstehe ich so, dass CRG vielleicht an Verbesserungen gearbeitet hat, die diese unnötigen Berechnungen reduziert oder sogar vermeidet. Die Shader-Konvertierung vom alten DirectX 9-Stil wurde abgeschlossen und die Arbeit am opaken, also am undurchsichtigen, lichtundurchlässigen Eiskristall-Shader begonnen, um Qualitäts- und Rendering-Probleme mit früheren Versuchen mit Glas-PBR zu lösen. Also Glas Physically Based Rendering. Wenn computergenerierte Inhalte möglichst fotorealistisch dargestellt werden sollen, dann ist die Rede vom Physically Based Rendering. Da die direkte Imitation des realen Verhaltens von Licht mit Materie in der Computergrafik sehr rechenintensiv ist, wird mit statischen Annäherungen gearbeitet. Daher ist von physikalisch plausibel, physically based, die Rede. Ein PBR-Beleuchtungsmodell eines Renderers darf das hippe Kürzel tragen, wenn die folgenden Eigenschaften gegeben sind. Das Beleuchtungsmodell nutzt eine physikalisch plausibel arbeitende Funktion zur Definition der Reflexionseigenschaften. PBR-Materialien werden in zwei grundlegende Kategorien unterteilt. Einerseits in die Leiter oder auch Metalle und andererseits in die Nichtleiter. Es geht um die Frage, ob und wie viele eingehende Lichtstrahlen absorbiert werden, um zwei Fragen zu beantworten.
nämlich wie wirkt die Reflexion direkt zum Betrachter und welche Reflexionsfarbe wird basierend auf der Grundfärbung genutzt. Metalle absorbieren augenblicklich Lichtstrahlen, die gebrochen werden, und reflektieren die restlichen Lichtstrahlen. Des Weiteren haben Metalle die Möglichkeit, die Farbgebung der Reflexion zu beeinflussen. Bestimmte Wellenlängen werden absorbiert und nicht reflektiert, daher kann die Reflexionsfarbe variieren. Bei durchsichtigen Flächen hingegen, zum Beispiel ein Glas gefüllt mit Wasser, passiert ein Großteil der Strahlen das Objekt und wird dann auch noch diffus verteilt. Ein sehr rechenintensiver Vorgang. Das Glas-PBR des Eiskristall-Shaders von CRG hingegen wird, wie hier im Monatsreport weiter beschrieben, im Gegensatz zum herkömmlichen Glas-PBR undurchsichtig und daher günstig zu berechnen sein. So wird dieser Shader in großem Umfang verwendet werden können, zum Beispiel in verstreuten Planetenfelsen und den Böden und Wänden der Bennu Merchantmen. Für Gen 12 hat das Team ein Fallback-Rendering-System namens Pass Group Fallbacks implementiert, das beim Kompilieren der Shader verwendet wird. Für Vulkan wurde die Überarbeitung des GPU-Markers fortgesetzt, die API-Versionierung hinzugefügt und Probleme mit Ansammlungen von Ressourcen in Vulkan behoben. Es wurde auch Zeit damit verbracht, Probleme mit dem impliziten Overwolf-Layer, die DLL-Injektion, zu untersuchen, die sich auf Spieler in Alpha 3.15.1 auswirkten. Die Entwicklung des Feuer-Features wurde fortgesetzt, wobei das VFX-Programmierteam Hitze und Temperatur in den Physik-Proxy verschob, an der Infrarot-Emission arbeitete und verschiedene Fehler mit der Temperaturkomponente und der Look-at-Debug-Kamera beseitigte. Im Bereich des Salvage-Gameplays wurde eine Untersuchung der Vernetzung von Damage-Map-Daten, also Schadenskartendaten, durchgeführt und Platzhalter-Schnittstellen implementiert, um die Spieleprogrammierer zu entlasten. An den wichtigsten Damage-Map-Features wird in Quartal 1 gearbeitet. Zahlreiche Aktualisierungen wurden bei den Partikeln vorgenommen, darunter neue Steuerelemente für die Mesh-Partikel-Offset-Position und die minimalen, maximalen Pixel, eine neue Option zur Auswahl von angehängten Zonen von Partikelentitäten und Unterstützung für das Seitenverhältnis von Partikeltexturen. Es gab auch Fehlerkorrekturen für blinkende und schwarze Partikel, Emitter-Bound-Berechnungen, die Platzierung von Entitäten auf Planeten, Object-Containern und Schock-Diamanten. Schock-Diamanten, auch bekannt als Mach-Diamanten oder Schub-Diamanten, sind eine Formation stehender Wellenmuster, die in der Überschallabgasfahne eines Luft- und oder Raumfahrtantriebssystems, zum Beispiel eines Überschalldüsentriebwerks einer Rakete, eines Stau-Strahltriebwerks oder eines Scramjets erscheinen, wenn dieses in der Atmosphäre betrieben wird. In diesem Fall ist der Austrittsdruck der Abgasfahne niedriger als der Atmosphärendruck. Diese Situation wird auch als Überexpansion bezeichnet. Überexpansion tritt häufig in niedrigen Höhen auf, wo der Atmosphärendruck hoch ist. Dieses Verhalten ist auch häufig beim Start von Raketen zu beobachten. Bei den Diamanten handelt es sich um ein komplexes Strömungsfeld, das durch abrupte Änderungen der Dichte und des Drucks sichtbar wird, wenn die Abgasfahne eine Reihe von stehenden Stoßwellen und Expansionsfächern durchläuft. Die Mach-Diamanten sind nach Ernst Mach benannt, dem Physiker, der sie erstmals beschrieben hat. Und nicht zuletzt wurde eine Reihe von Leistungsverbesserungen und Optimierungen vorgenommen. Und weiter geht's mit dem Beleuchtungsteam. Im November und Dezember schloss das Beleuchtungsteam die Unterstützung für die Intergalactic Aerospace Expo ab, was einen frischen und interessanten neuen Beleuchtungsstil für die bestehenden Kongresshallen beinhaltete. Hierzu wird das Beleuchtungsteam zitiert: In dieser Phase geht es vor allem darum, jedes Schiff mit einem Lichtrig auszustatten, sodass es so gut wie möglich zur Geltung gebracht wird und gleichzeitig die Render-Budgets eingehalten werden, um ein reibungsloses Spielerlebnis zu gewährleisten.
Nachdem das erledigt war, ging das Team dazu über, das Schiffsteam zu unterstützen, indem es sich verschiedene ältere Schiffe anschaute und deren Beleuchtungssetups optimierte. Diese Aufgabe war größtenteils erfolgreich, auch wenn bei einigen Schiffen noch technische Probleme und Fehler behoben werden müssen, bevor weitere Fortschritte erzielt werden können. Zum Abschluss des Jahres widmete sich das Team wieder den Raumstationen von Pyro, wobei es sich diesmal mehr mit der Entwicklung des Aussehens und visuellen Benchmarks beschäftigte und die Jumptown 2.0 Standorte mit aktualisiertem Bildmaterial unterstützte. Auch das Narrative Team, das Team für die erzählerischen Inhalte, hat einige spannende Sachen gemacht in den letzten zwei Monaten 2021. Vor der Veröffentlichung von Alpha 3.16 hat das Narrative Team eng mit dem Design Team zusammengearbeitet, um die Sprachaufnahmen für Ruto und die anderen Security Raps zu schreiben und aufzunehmen, um Jumptown 2 vorzubereiten, das bereits in einer Folge von Data Cache angeteasert wurde. Das Narrative Team traf sich auch mit dem Mission Feature Team, um mit der Arbeit an zusätzlichen Missionsinhalten zu beginnen und festzulegen, welche Art von Text benötigt wird. Und sie besprachen Inhalte für zukünftige dynamische Ereignisse. Und auch arbeiteten sie zusammen mit dem Character Art Team an der kommenden Kleidung im Frontier-Stil, die vor allem an den Rändern der Gesellschaft zu finden sein wird, zum Beispiel auf weniger gastfreundlichen Planeten oder in Gebieten ohne viel Handel. Es wurde beschlossen, dass diese Kleidung zwar von der Mode auf der Erde und Terra beeinflusst werden wird, aber dennoch ihre eigene, einzigartige Ästhetik haben wird. Das Team lieferte Namen und Beschreibungen für verschiedene Gegenstände und Komponenten und vervollständigte die Dokumentation über fiktive Elemente des gesamten Universums. Wie üblich gab es auch mehrere Spektrum-Einträge. Das Team beantwortete einige der wichtigsten Fragen aus dem Ask a Dev-Forum im Loremakers-Community-Umfeld. Die Galaktopedia erhielt ein weiteres Update und die neueste Ausgabe von Something Every Tuesday befasste sich mit der jährlichen Tradition des Traveler's Day. Das Props-Team, das Team für die Requisiten- und Spiellevel-Ausstattung, hat weiter an der Pyro-Station gearbeitet. Dazu gehörten die Verfeinerung der neuen Müll-Assets, die Erstellung eines modularen Sets für die improvisierten Marktstände, Heizungs- und Beleuchtungsrequisiten und andere Designelemente wie Generatoren und Sicherungskästen. Das Team schloss auch den Support für zusätzliche unterirdische Missionsrequisiten für das Mission Feature Team ab und finalisierte mehrere Krankenhausrequisiten zusammen mit dem Team in Montreal. Schließlich wurden erste Whitebox-Arbeiten für die kommenden, verschließbaren, verlootbaren Kisten und Fracht für die laufende Überarbeitung des Frachtsystems durchgeführt. Ja, das QA-Team hat auch gearbeitet, wie immer, ganz viel Qualitätssicherung und ist auch vergrößert worden. Das heißt, sie haben die neuen Teammitglieder auch eingearbeitet. Systemische Dienste und Tools. Dieses Team hat im November und Dezember die Arbeiten an Optimierungen und Feinschliff von Economy und AI Simulation Tools beendet. Im ersten Quartal 2022 werden diese Tools um neue Features erweitert, von denen einige im Januarbericht näher erläutert werden, der dann Anfang Februar rauskommt. Die Arbeiten an der Implementierung des neuen Verkaufssystems für das Spiel wurden abgeschlossen. Dies erforderte eine grundlegende Überarbeitung des bestehenden Shop-Systems, das als Grundlage für die erste Implementierung dienen wird, die in Kürze veröffentlicht werden soll. Das gesamte Team trug dazu bei, die Services zu stabilisieren und eine der stabilsten Patch-Veröffentlichungen zu gewährleisten, die es bisher gab. Dies wurde durch die Behebung verschiedener Probleme mit dem neuen Super P-Cache und anderen Backend-Services und Systemen erreicht. Zum Abschluss des Jahres hat das Team von Tech Animation den Auftrag erteilt, die Aktualisierung aller Head-Assets, also aller Kopf-Assets, auf die neue Pipeline abzuschließen, um die vollständige Überarbeitung des DNA-Systems vorzubereiten. Dies war ein über Jahre laufendes Projekt, das hoffentlich Anfang 2022 jetzt abgeschlossen sein wird. Um dieses Ziel zu erreichen, wird Tech Animation zitiert, müssen wir jedes einzelne Kopf-Asset im Spiel neu erstellen und überprüfen, ob es noch so funktioniert, wie wir uns es vorstellen. Hier sind alle Hände voll zu tun und das ganze Team arbeitet mit Hochdruck daran, die Ziellinie zu erreichen. Parallel dazu begann das Team mit der Bereinigung der Animationsdatenbanken, wobei mehrere hundert alte Verweise auf Animationsobjekte aus den Datenbanken entfernt werden mussten.
Gegen Ende des Jahres unterstützten die UI-, Feature- und Tech-Teams die Releases Alpha 3.15 und 3.16, indem sie Bugs, Abstürze und Leistungsprobleme im Zusammenhang mit den ASOP-Terminals, den Meet-Kiosken, der Vehicle-Manager-App, also der Fahrzeugverwaltungs-App, und dem Inventarsystem behoben. Weiterhin unterstützten sie andere Teams bei ihren UI-bezogenen Problemen. Auch aktualisierten sie Funktionen für persistentes Streaming und unterstützten die visuelle Implementierung des Tank-HUDs. Hier werden sie den Nova-Tank meinen, denke ich. Es wurden Fortschritte bei der Kerntechnologie und den Funktionen der neuen Star-Map erzielt. So wurden beispielsweise Steuerelemente für die Anzeigen hinzugefügt, um die relative Entfernung, die Ausrichtung und den Maßstab zu ändern, sowie die Möglichkeit, ausgewählte Objekte entsprechend einzurahmen. UI Tech arbeitete weiter an der Kerntechnologie für das Hacken und fügte die Möglichkeit hinzu, Text in der Benutzeroberfläche auszuwählen und zu bearbeiten. Der neue Building Blocks Editor ging gegen Ende des Jahres in die Vorproduktion, was die Arbeit an UIs effizienter und entwicklerfreundlicher machen wird. Außerdem wurden weitere Building Blocks Features hinzugefügt. Auf der Grafikseite erstellte das Team eine Vielzahl neuer Konzepte für das MobiGlass, die AR-Marker, die StarMap, die Aegis HUD-Modi und das Origin HUD. Außerdem wurden aktualisierte Icons für das Law-System, für das Rechtssystem entworfen. Und zuletzt haben wir das VFX-Team. Gegen Ende des Jahres 2021 arbeitete dieses Team an einer kompletten Effektsuite für die Aegis Redeemer, einschließlich ihrer einzigartigen Nussknacker-Triebwerke. Außerdem wurden Effekte für eine Bombe der Größe 3 für eine künftige Veröffentlichung erstellt. Sie ist nicht ganz so zerstörerisch wie die Bombe der Größe 10, aber mächtig genug, um Aufsehen zu erregen, wird hier das VFX-Team zitiert. Die Arbeiten an der Dying Star Map des Arena Commanders wurden ebenfalls abgeschlossen, einschließlich einer spektakulären neuen Version des Sterns selbst. An anderer Stelle wurden die Effekte der Planetenstürme weiter optimiert, damit sie das Licht natürlicher aufnehmen. Und schließlich wurde mit der Forschung und Entwicklung für das Salvaging begonnen. Und das war's mit der Übersetzung des PU-Monatsreports für die Monate November und Dezember 2021. Ich hoffe, ihr hattet einige Aha-Effekte. Ich fand das wieder sehr spannend zu lesen, an was für vielen Themen CIG arbeitet. Freue mich auf das, was noch kommen wird in diesem Jahr. Ich denke, uns wird ein sehr spannendes Jahr erwarten. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch gerne mein Video über die Entwicklungsgeschichte von Star Citizen an hier auf meinem Kanal oder klickt rechts oben rein. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei meinen Unterstützern auf tipi.com. Kommt auch ihr gerne dazu. Ich freue mich über jeden Euro als Dankeschön für die viele Arbeit, die in diese Videos fließt. Dann beim Thema Unterstützung möchte ich Werbung machen für den guten PsychShot. Der hat im Moment arg zu kämpfen mit dem Lockdown in Dresden, freut sich auch über jede Unterstützung. Er und die Bar. Er streamt zurzeit nicht nur unter seinem Namen PsychShot, sondern auch für die Level 44 Bar. Klickt hier gerne in die YouTube-Beschreibung, da hinterlege ich euch einen Link. Schaltet rein in die Streams und unterstützt die Level 44 Bar, damit sie durch diesen Lockdown gut durchgeht. Ja, und dann, ich erarbeite zurzeit ein Hörbuch für den Sternenwanderer. Das wird dann auch irgendwann jetzt in demnächst hier auf meinem Kanal und auf sternenwanderer.org veröffentlicht werden. Bleibt mir also gewogen, lasst ein Abo da. Ich freue mich und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.